Willkommen zum zweiten Teil. Terraria Multiplayer mit Robert, Bill und mir und... was ist denn das hier? Ein Wiesel oder was? Ach, du bist auch so ein Wiesel. Das ist ein Eichhörnchen. Ja, ich wusste doch nicht, was es ist. Hallo, ich hab noch ein Leben. Du Kellerkind, Mann, ey. Ja, deswegen weißt du auch nicht, wie ein Eichhörnchen aussieht. Ich verstehe das schon. Also ich kenne keine grauen Eichhörnchen. Oh, du warst auch noch nie irgendwie woanders, ne? Nee. Nee. Meinst du ein anderes Level oder ich verstehe jetzt nicht? Anderes, vielleicht ein eventuell anderes in einem anderen Land, wo es graue Eichhörnchen gibt. Nee. Es ist nicht so weit weg, es ist ein Land auf einer Insel quasi. Nördlich London. Von Deutschland. Ja, genau, das Land London meine ich. London. Das Land London. Hier mit dem König. Genau, und da gibt's graue Eichhörnchen. Alter, wir werden es wieder nicht überleben, ich sag's dir, ey. So, ich hab jetzt noch 9 Fackeln. Oh, dann springt das Scheißding genau in dem Moment in die Luft, in dem ich auch in die Luft springe. Ist das bekloppt. Ich dachte, es wird hell. Aber Leute, eigentlich ist dieses Spiel auch perfekt, um mal so eine Nacht lang zu streamen. Ja, so, waren wir hier unten? Ja, ne? Ich glaub nicht. Echt nicht? Oder? Na, wir probieren es mal. Komm, wir gehen mal runter. Die erste Schlucht ist es nicht, die endet aber auch relativ schnell. Super, aber hier sind ja auch schon Fackeln. Ich glaube schon, dass es das hier war. Wo bist denn du, Bill? Ja, look at your map. Look at your map. Look at your map. I don't understand a word. Ja, ich wollte eigentlich Motherfucker dazu geben, aber ich dachte, nee. Dann musst du ein Sondervermerk bei YouTube reinpacken und das ist dann... FSK 18. That's right. Parental Advisory. Da bekomme ich ja nichts mehr vermarktet hier bei meinen 500 Views. Wenn ich solche Inhalte hier publiziere. Na, pass auf, das Video, das wird durch die Decke gehen. Ich glaube auch. Hat dann 506 Views. Oh, hier sind Fledermausen, Mäuse noch und nöcher. Fledermausen? Fledermausen, Alter. Fledermausen. Was ist ein Lied schon wieder? Bill, was ist Lied? Lied? Mhm. Wie Lied? L-E-A-D als Ressource hier. Lead. Ach so. Aber Blei. Es wird in... Was ist das? Was? Leim? Blei. Okay. Ja. Blei. Ach so, klar. Ja, logisch. Wie beim Benzin halt, ne? Unleaded. Eieieiei, Freunde. Piep, piep. Schleizt dich, du Scheiß. Bist du tot? Ja. Mause tot. Wir versuchen das hier irgendwie. Die halten aber auch was aus hier, die Fledermause. Mausen. Fledermause. Fledermausen. Schleizt euch. Alter. Ey, wehe, die droppen nichts. Ach doch. Silbermünzen. Cool. Und ein, ja, wow. Yay, Silbermünzen. Scheiß auf die Silbermünzen. Deine HP-Anzeige sieht aber nicht gut aus, ey. Wie viel steht da? Warte mal. 28 von 100, auch nicht schlecht. Okay, Robert, wollen wir hier oben weiter oder eher unten entlang? Aber unten sieht es mir echt nach vielen Fledermäusen aus. Ja, da kommen noch mehr. Ich würde sagen, wir machen den jetzt hier mal dicht. Solange ich hier oben bin, soll ich irgendwas noch mitbringen? Cola. Und einen Döner. Das sind ja nicht mal normale Fledermäuse, das sind ja Ice Bats. Ja, ups, schön. Moment, dann stecke ich mal hier die Fackel an. Ist das jetzt ja eigentlich so Minecraft-mäßig, dass ich jetzt gerade nur Bullshit aufsammle und eigentlich Diamanten und Eisenerz und ähnliches will? Ja. Im Prinzip ja. Aber du hast viel mehr Plätze als bei Minecraft, um Sachen zu tragen. Ich dachte, es gibt viel mehr Bullshit als bei Minecraft. Auch das gibt's. Sehr gut. Ich würde euch einfach nicht sagen, dass ich hier unten Gold abgrabe, ne? Das ist... Ist okay, ich habe vorhin, als ihr tot wart, jede Menge abgegraben. Natürlich, dachte ich mir schon. Ohne uns was zu sagen. Also das könnt ihr euch auch merken hier, für unser Let's Play, das wird hier nur noch alles, es ist hier alles selfish, ja. Es ist hier alles... Singleplayer Let's Play mit anderen Leuten. Genau. Ist mir doch egal, wo ihr seid. Hier oben ist noch mehr Gold, wie es ausschaut. Ja, ich schicke mal... Das ist ein gemeinschaftliches Solo-Spiel. Co-op. Without op. Without op. So. Also quasi die Bundesregierung. Ach, das ist Zinn hier. Ich will keinen Zinn.
Wieso denn nicht? Ich würde auch sagen, wenn wir irgendwie mal so ein Stück voller Ressourcen haben, gehen wir nochmal in die Oberfläche und schauen mal, was wir damit überhaupt machen können. Was ist das hier? Keine Ahnung. Was ist das? Topaz? Eine Falle? Topaz, kannst du nette Fackeln draus basteln, Lichtschwerter nachher und ein paar andere Dinger. Das passt ja zu dem neuen Star Wars Trailer. Ja. Das ist aber echt nicht krass. Also nichts von dem, was ich hier sehe, kannte ich aus dem alten Spiel. Das ist echt krass. Aber so. Wann hast du denn das letzte Mal gespielt, Conny? Ja, echt schon vor Jahren das letzte Mal. Ich weiß es nicht. 2000. Vielleicht 2000. Vielleicht war es letztes Jahr. Ja gut, aber ich schätze mal, der ist dann bestimmt ein bisschen unter Zugzwang gekommen, eben wegen Starbound. Ja. Das kann sein. Wobei ich muss sagen, vom Spiel her fühlt sich das irgendwie fertiger an. Also nicht nur von den Items, auch von der Steuerung und so. Ich finde, das wirkt irgendwie runder. Du meinst jetzt Terraria oder? Terraria, ja. Aber gut, ich glaube, Starbound ist ja auch nach wie vor nicht in der Final. Nee, ist es nach wie vor nicht. Oh, das sagen die auch selbst. Das ist noch nicht fertig und beruhigt euch. Wir wollen das machen, was wir machen wollen und nicht, dass es schnell fertig wird. Ja, aber das Problem ist halt einfach, dass viele Spiele so aktuell, die irgendwo gefundet werden oder Early Access oder so, dass die entweder komplett eingestellt werden oder komplett enttäuschen. Ja. Das ist aber halt leider. Ja, du hast schon recht, Starbound war am Anfang auch total bitter, was die Bugs anging. Das Spiel hat Spaß gemacht, aber dann auch jedes Mal wieder bei einem Update und Charakterwipe und. Deswegen, ich warte, bis jetzt die 1.0 rauskommt, weil vorher habe ich ehrlich gesagt keine große Lust, da die Zeit zu investieren. Meine Spielzeit ist begrenzt. Was ich ja schön finde an Terraria ist, es hat, keine Ahnung, 48 Megabyte und da steckt alles drin. Ne? Das ist schon. Das haben sie gut kompiliert bekommen. Das ist schön. Ich habe gestern Banished gekauft bei Steam, weil es im Sale war. Natürlich. Und das hat entspannte 128 Megabyte oder sowas. Geil. Aber über die Installationsgrößen aktueller Spiele müssen wir ja eigentlich nicht weiter reden. Das stimmt. Ich erinnere mich noch ganz dunkel, damals hat man ja noch, vorm Internet quasi, hat man ja noch Spielemagazine gelesen. Was? Kennst du noch? Nee. Nee? Powerplay habe ich damals gelesen. Und Club Nintendo Magazin. Ich habe immer PC Action gelesen. Und da gab es mal einen Bericht, ich erinnere mich da noch dran, dass da ging es um die Installationsgrößen der Spiele und wo das denn noch hinführen soll. Und da war das größte Beispiel war Unreal Tournament damals mit sagenhaften 700 MB. Man muss aber auch sagen, dass die UT-Engine bis heute noch echt für ihr Alter sehr, sehr gut aussieht. Ich meine, die machen die jetzt auch neu fürs neue UT. Bin ja auch gespannt, was es wird. Wahrscheinlich gut, dadurch, dass die Community ja komplett mit reingenommen wird. Aber auf UT habe ich auch echt Bock, also das habe ich auch sehr geliebt. Ja, ich auch. 2003 ging auch noch, aber das ganz Neue, dann, da bin ich nicht mehr rangekommen. Beim UT 3 meinst du? Oder 2004? Es gab ja 2003, 2004 und dann das 3er. Nee, ich glaube 2003, 2004, das war ja quasi das Gleiche, das war ja so nur so ein Mini-Update. Wobei das 2004er ja deutlich beliebter ist. Und dann kam ja noch dieses grafisch sehr beeindruckende, wo man die Gegner nicht mehr gesehen hat. Ja, da habe ich das Spiel habe ich in so einem Metallcase, Steelcase. So, jetzt geh aufs Eis und spring. Ohne mich. So, hier geht's entlang. Tut's das? Keine Ahnung. Tschüss. Das hast du gut gemacht, Bill. Wollte nur was testen. Ja, danke. Und Conny stellt Wände dahinter. Wunderbar. Das hilft mir gar nicht. Ich wollte dich eigentlich zubauen, aber ich habe leider den falschen erwischt. The wrong item. Was ist das da oben? Sag ich nicht. Dann komme ich vorbei. Ach, das ist scheiß LED. Vielleicht will ich eine Tankstelle aufmachen. Conny, ich helf dir mal. Oder ich versuch's. Versuch mal. So, das sollte langen. Ja, ja. Alles gut, danke dir.
So eine Scheiße, ey. Da oben ist was. Kommt irgendwo das Wasser her. Sinn. Phob? Stand da Phob? Ich weiß es nicht. Gibt's das? Gibt's Phob? Phob? Ja, F-O-P. Dann habe ich mich auch verlesen vielleicht. Keine Ahnung. Bist du homophob? Nope. Nope. Eigentlich, Leute, sind wir total bekloppt, dass wir hier in einem Eisbiom anfangen zu graben, weil die coolen Gegenstände, Kupfer und so weiter, was wir eigentlich am Anfang bräuchten, ist bestimmt nicht hier. Ich dachte, wir wollen uns einen Eispalast bauen. Autsch. Das können wir auch machen. Conny, die Eiskönigin. Ja. Da unten. Drei Eisblöcke für Aschen-Conny. Ja, so ähnlich. Was ist das für ein rotes Zeug? Ah! Vier Eisblöcke und ein Halleluja. Hilfe. Das war ein Rubin. Hilfe, ich brauch Licht, danke. Au. Ich werde das nicht überleben. Geil, wie wir alle erstmal schön die Ressourcen weiter aufsammeln. Hilfe. Sind wir. Oh fuck. Ja, ich hat's jetzt auch blöd. Zerlegt, ja. Ach, das ist also eine scheiß Fledermaus. Schleicht's euch! Damn, Nigga. Na, aber. Darfst du das sagen als Amerikaner, oder? Als Weißer eigentlich nicht. Nee, ne? Es sei denn, du bist from the hood. So, this is political... Oder Mitglied bei NSYNC. Yes. Ja. Achtung, noch eine. Das war eins der geilsten Kommentare von Justin Timberlake. Irgendjemand hat ihn mal gefragt, so, ja, hier bei NSYNC damals, weißt du, ihr hattet so... den blonden Typen und so den leicht Asiaten und so der halb Mexikaner und so den großen Typen. Ihr hattet aber keinen Schwarzen dabei. Und Timberlake so ganz trocken. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich damals dachte, ich wäre schwarz. Ich weiß gar nicht, ob das durchaus junge YouTube-Publikum in Sync überhaupt noch aktiv wahrgenommen hat. Na, aber hallo. Justin Timberlake kennen die. Ja, den ja, aber dass der mal in einer furchtbaren Band vorher war. Nee, die kennen ihn heutzutage als der Typ, der Jessica Biel bonen darf. Was ist das hier, was hier rumliegt? Das Feuch. Ist hier ein Cavern-Dingster-Bumster. Kennst du, weißt du? Ich bin ja blöd, das war kein Phob, das war eine Rope, natürlich. Ja. Conny, was hast du denn in der Kiste gefunden? Ach, du, auch, Bill ist auch es. Jemand, Heilkram ist in der Kiste drin. Oh, wie macht man die denn auf? Ah, geil. Ich bin mal so frech und werde Hard Blizzard in a Bottle behalten. Ich nehme einen Gravitationstrank mit. Weil ich damit Doppeljump machen kann. Flammenpfeil, das wäre doch was für deinen Bogen, sag mal, Robert. Ja, wenn ich jetzt wüsste, wie ich die Kiste öffne, vorhin habe ich das schon mal hinbekommen. Rechte Maus drauf, dann öffnet sich dein Inventar quasi. Ah, jetzt hat's geklappt. Flammenpfeil genau. Klingt gut, jo. Dann nimm du doch das. Ich nehme mal noch den Heiltrank mit, weil. Die Bombenstatue habe ich auch noch mitgenommen. Ist noch mal Tin hier unten. Fuck, man kriegt die Truhe nicht kaputt hier, ne? Mit dem Holzding. Ach, da kommt ein Gegner. Oh, Vorsicht. Au. Oh, Alter, der hat aber auch ein bisschen HP über. Warte, ich helfe. Na, nicht von beiden Seiten. Scheiße. Hast du die Arme wegreißen lassen? Ja, ich hab ja noch mehr. Entschuldige. Man bekommt das nicht weg. Bist du wenigstens nicht arm dran. Gottes Willen. Es wird Zeit, eine Pause zu machen. Ja, wir haben aber schon mal das Niveau für die folgende Folge festgelegt. Ich glaube auch. Ja. Dann bis gleich.